Kuckuck. Hey, ist der wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Horizon Zero Dawn. So, in der letzten Folge haben wir hier die Gegner hier ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Die wollen ja der Aloy das, die Haut abziehen. Das wollen wir aber nicht gestatten, den Viechern. Deswegen müssen wir uns erstmal verkriechen, damit die sich hier ein bisschen beruhigen. Ich könnte sagen, ich lade neu. Könnte ich natürlich tun. Aber was ist, wenn ich jetzt wird hochlocke? Wir gucken, ja, die machen gerade irgendwas. Warte mal, herstellen. Munition. Wir machen uns noch mal ein paar Jägerpfeile. Wie viel Holz haben wir? Gut. Feuerpfeile, da fehlt uns von den Wächtern hier Zeug. Die dort abziehen. Also den könnte ich vielleicht im Nahkampf hier fertig machen, den einen. Beziehungsweise. Ja, ist doch schon wieder rot. Naja. Also wenn die da oben weg sind, den könnte ich mir eigentlich holen hier. So oder so. Komm näher her, näher hin. Jawohl, ja. Nimm mit den Scheiß. So, hätten wir einen weniger. So. Es ist der Bastard, der mich entdeckt hat. Der Krippel. Ey Leute, da waren wir wohl nicht leise genug, oder? Genug. Nicht aufmerksam genug. Ich weiß, die kommen hier hoch. Die könnten hier hochkommen. Da hinten ist irgendwo einer. Kommt der hierher? Er wird doch nicht etwa. Es ist mir noch zu heiß, die sind doch zu aggro auf mich. Ich meine, drei sind das insgesamt. Weil wir wollen ja nicht zu viel riskieren. Wir könnten noch eins weiter hoch hier, oder? Ja. Da unten. Merken die das, wenn ich auf die Ziele? Ja, die kommen hinten hoch, oder? Ja. Das Akku. Das macht jetzt nicht unbedingt den großen Schaden. Das ist gerade das Problem. Wir könnten aber versuchen, hier mit dem Feuerpfeil was zu reißen. Der kommt hier hoch. Scheiße. Ey Leute, hör auf zu schleichen! Mach das Ding aus! Wo war die Leiter? Die Leiter ist da drüben! Scheiße!
kommt hoch hier, oder? Das ist schon hier oben. Also, da kommt er. Der müsste jetzt über uns sein. Hier oben irgendwo müsste der sein. Der kommt hierher, oder? Ey, das ist der, den wir angelutscht haben. Ich müsste mir... Es ist schlecht, wenn die uns suchen. Also ey Leute, ich bin vollkommen recht. Die müssen hier von ihrer Aggressivität ein bisschen runterkommen. Ey Leute. Jetzt jagen sie mich. Ja. Ui. Nee, das machen die, finden mich, oder? Er kommt jetzt hier runter. Scheiße, lauf! 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 Stick drücken, na lauf! Schnell, lauf! Kommt er mir noch hinterher geschissen? Warte mal. Ich müsste mal was probieren, diese Aktion, was sie in dem Einspieler gemacht hat, dieses drunterrutschen und dann schießen. Aber das macht zu wenig Schaden, das ganze Ding hier. Der Brandpfeil, der macht auch nicht unbedingt mehr. Der ist wirklich mehr für Tiere, die dann hier abfackeln können. Das Problem ist, wenn wir jetzt einen stillen Kill machen, ob das dann auch wirkt. Ob die auch instant killen können. Ja. Wir gehen mal ein bisschen näher. Kommt schon wieder. Kommt ein zweiter, das ist schlecht. Du musst die lautlos kriegen, Mensch. Warte mal. Schon wieder? Ja, warte mal ab. Wir gehen mal zum Lagerfeuer.
Wir machen hauen hier erstmal eine Speicherung rein. Spitze des Speers. Was hier haben wir jetzt gemacht? Heute am 19. Den 19. haben wir heute. Ja. Das ist, die sind immer noch aggro, wenn wir geben die endlich auf. Wir müssen komplett erstmal aus dem Gebiet in der Nähe verschwinden, oder? Ich glaube, wir müssen hier aus dem Gras raus, wie sonst immer hier. Jetzt tatsächlich mal riskieren, das Ding frontal anzugreifen. Aber weiß nicht. Also voll von dir! Blöde Sau! Schaffen tun wir die im Nahkampf auf jeden Fall, aber... Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Medizinbeutel jetzt hier. Wir haben zwar den Heiltrank hier gebaut, aber. Wenn dieser Heiltrank wieder sich auswirkt, wird er dadurch weniger oder. Er hat gerade auf uns geschossen. Und es ist, was wir jetzt machen? Nee, das machen wir nicht. Sind die jetzt noch aggro? Das sind nur noch zwei. Ich meine, nur noch ist gut. Die sollten wir eigentlich schaffen. Ja, hör mal auf zu schleichen hier. So, sind die jetzt immer noch aggro auf mich? Das war ja hauptsächlich der eine da. Der steht noch da. Der andere. Der ist da oben irgendwo. Das. Wo ist denn der? Wollt ihr mich hier verkohlen oder was ist los hier? Ey Leute, kletter mal auf hier, komm. Ich weiß, du kannst es. So, hier oben. Ganz ruhig. Naja. Wie gesagt, jagt er uns noch oder nicht? Also das Fragezeichen ist auf jeden Fall. Er ist gelb, oder? Lass mal hier in das Grasbüschel. Das ist hier irgendwie eine richtige Sicherheit mit dem Gras hier. So, jetzt muss ich bloß gucken, ob wir uns hier nicht wieder wie vorhin hier, dass da jemand überrascht hier. Aber hat er gerade hier, da war er gerade. Ja. Aber irgendwie. Die haben abgelassen, oder? Die suchen mich nicht mehr. Und langsam vorsichtig. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ist. Ey Leute.
Wo denn? Da unten. Der andere ist da oben. Aber ist der jetzt eigentlich beschädigt oder was? Der spritzt der Funken. So. Ja, warte mal. Das Ding sollten wir uns doch eigentlich holen können. Der steht doch nur dort. Der bewegt sich doch nicht. Und wenn wir jetzt hier runterhüpfen, dann machen wir Krach, oder? Ich hab Angst, dass der da oben uns sieht, dass er da vorkommt. Ist der vor dem Felsen oder dahinter? Das leuchtet so hässlich dort oben. Komm hier, no risk, no fun. Aranas Speer. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ja. So. Oh, Scheiße. Der hat hier Gesuch ausgegeben. Damit sieht er doch nicht, oder? Wenn er hier dieses... Das will ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ausplündern machen wir dann. Hinter mich hier! Ja, der hat gerade... Da ist Akro gewogen. Ab du! Den will ich auf jeden Fall noch haben. Also Akro ist er. Das weiß ich. Ich weiß auch nicht, wenn ich aus dem Gras hier rauskomme und um den Felsen rummarschiere. Körper. Feindliche Maschine, naja. Du musst gerade erst mal sehen, in welche Richtung er guckt. Der steht gerade mit dem Arsch zu mir, oder? Was ist, wenn ich jetzt einfach mal... Das Ding. Da steht hier ein Felsen drin. Da steht da. Was? Hä? Ist da ein Felsen drin? Felsen drin, oder? Ist das ein Bug oder soll das so sein? Deswegen kommt der auch nicht angerannt. Er steckt im Felsen fest. Okay. Ich schätze jetzt, wenn wir hier Kraut sammeln, dann kommt er angerannt. Das kommt mir gelegen. Ja. Wie kriegen wir den kriegen wir nicht, wenn der Felsen drin steckt. Das ist natürlich äußerst bedauerlich. Den hätte ich mir gern noch geholt. Wir kommen aber auch nicht hier. Wir kommen nicht ran an den. Nee. So. Wir holen jetzt hier vorne den noch. Erstmal ausräumen. Dann gehen wir zurück zu der Arana. Da hätten wir das erstmal geschafft hier, die Ecke. Ja.
Nee. Das Ding da drin, das ist... Hä? Nee, hier, der hier. Der hängt hier im Felsen drin. Na gut, okay. Schade, aber... Komm, brauchst nicht mehr schleichen. Oh. Wo müssen wir jetzt erstmal hin? Wo müssen wir jetzt hin? Aloy, wer ist hier? Hier ist Arana, oder? Rede mit Karst. Nee, das ist das Ziel, wo wir letztendlich genau und komplett hin müssen. Jo. Wo ist Arana? Willst du mich verarschen? Wir können ja auf dem Wege, wir sind ja praktisch hier unten. Da reden wir auf dem Wege gleich mal hier mit dem da. Wenn wir einmal hier hinten sind. Ja, komm. Lauf. Also die Musik, das hört sich an, als ob ich hier irgendwas verfolgt. Ich bin da immer so zimperlich und so zögerlich, hier die Maschinen hier anzugreifen. Da kommen sie. Was? Wo? Wer denn? Wer kommt? Wo war's? Wie? Was? Ey, Leute! Hör auf, mir hier ein schlechtes Gewissen einzureden. Na, wer bist du denn? Hm? So, hier runter müssen wir, oder? Da lang. Also hier auf der Ecke haben wir jetzt eigentlich soweit hier keine Maschinen mehr. Jawohl, Wildtierkill. Warum ist das blau? Keine Ahnung. Kaninchenhaut, reichhaltiges Fleisch. Kaninchenhaut, einmal. Jawohl. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Jo! Davon also auszugehen. Da ist er. Jo. Er wird nervös. Ja, komm. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Jo, okay, machen wir mal. Es fühlt sich immer so an, als ob jetzt der Cutscene kommt. Verabschieden. Sei nicht so griesgrämig. Handeln? Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Ein. Das beurteile ich. Zeig her. Zwei. Mindestens zwei. Oh, kaufen. Oh. Warte mal. Scherben. Womit bezahlen wir? Mit Scherben, Linsen? Na, was denn nun? Mal. Wir kaufen mal hier, warte, hier Waffen. Wir kaufen mal eine Stolperfalle. Jo. Kaufen. Kaufen. Neue Waffe. Stolperfalle. Ausrüsten. Ja, Platz wählen. Machen wir hier unten hin. So, Stolperfalle. Falle klingt schon mal nicht verkehrt. So. Einmal Stolperfalle tauschen gegen einmal Plündererlinse. So. Wir haben keine Plündererlinse mehr. So. Was können wir noch? Draht. Und das kostet jetzt also Scherben. Okay, alles ist klar. So. So, jetzt müssen wir erstmal mich durch das Händlermenü hier durchfuchsen. Detonierende Sprengfalle kostet 25 Scherben. Wir haben aber nur 31. Jo, Munition, was haben wir hier? Fesselseil-Paket leicht gemacht. Schockpfeil, Fesselseil, da haben wir noch nicht. Jägerpfeil-Paket, die stellen wir uns selber her. Schatzkisten. Gratis-Probekiste. Ja. Gratis.
Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit kostenlosen Gegenständen für Neukunden. Das ist doch mal nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Gratisprobe. Was hatten wir jetzt drin? In Besitz. So, eine. Ranuk. Die Kiste muss geöffnet. Sehr selten. Kostet einmal Bannung reisender Gutschein. Das stimmt ja, die Dinger haben wir ja, oder? Was auch immer wir jetzt da rausgekriegt haben. Ist das irgendwo da? Keine Ahnung. So, zurückkaufen. Munition. Munition ist, nee, komm. Feuerwiderstandtrank. Schockfalle. Ich würde auf jeden Fall Gesundheitstrank. 35 plus. Warte mal. Wie gesagt, mit diesen Gesundheitstranken, das begreife ich gerade auch noch nicht. Stellt 150 Gesundheit wieder her. Ein Trank aus Tierextrakten. Ja, ja. Kaufen können wir uns den auf jeden Fall erstmal nicht. Wir haben nicht genug Geld. Draht. Dieser Primär hat schon bei Händlern begehrt. Verwendung. Munitionsherstellung, Objektherstellung, Verkauf gegen Metallscherben. Draht. Lohe. Lohe brauchen wir. Für was brauchten wir die Lohe? Für die Feuerpfeile. Lohe behalten wir selber, die wir gefunden haben. Warte mal, Lohe kostet. Wie viel kriegen wir? Lohe, die kriegen wir 1, oder? Nee. Wir kaufen jetzt erstmal nichts hier. So. Irgendwas verkaufen. Waffen. Was haben wir hier? Bär. Jawohl, okay. Kaja Jagdbogen. Stolperfalle. Nee, das haben wir gerade gekauft. So. Outfits. Kleidung einer Ausgestoßenen aus Materialien des Beckens. Wir verkaufen nicht Aloys Kleidung, sonst muss das Mädchen nackt rumlaufen. So, was haben wir hier? Modifikationen. Könnten wir Modifikationen verkaufen? Nee, lass mal. Fallen und Tränke. Nee. Rohstoffe. Was ist Kaninchenhaut? Selten. Wert 24. Ihr seid nicht mal, stammt ausschließlich von Kaninchen. Wir müssen mal Kaninchen jagen gehen in der Folge lang. So, was haben wir hier? Wächterherz. Wir noch Hofwächter und ist bei Händlern begehrt. Verwendung, Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen. Ach so, das ist wirklich nur gegen. Okay, dann machen wir das. Hier, nimm. Haben wir wieder ein bisschen mehr. Können wir uns Tränke kaufen? So. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern, verkaufen gegen Objektherstellung. Dann behalten wir das mal. Objektherstellung. Reichhaltiges Fleisch ist klar. Objektherstellung. Munitionsherstellung. Reinholz behalten wir natürlich wegen Pfeile. Oh, Zünder. Geschäfte mit Händlern. Wächterlinse. 10. Läuferlinse. Schweinsknochen behalten wir. Das hier ist wirklich nur zum Verkaufen. Komm hier, nimm. Jo. Jetzt können wir noch was kaufen hier. Kaufen wir noch was ein jetzt hier. Wir haben jetzt ein bisschen mehr. Fallen und Tränke. Kaufen wir einen Heiltrank für 35 Kröten. Wir kaufen mal hier einen Heiltrank. Wir nehmen mal einen mit. So. In Besitz 2. 3 können wir maximal tragen. So. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. So, wir fragen dann nochmal alles durch hier. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt.
Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Wir verraten dich nicht. Da ist einer, der handelt mit Ausgestoßenen. Holt ihn euch. So. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er's wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Man kann auch ausgestoßen auf nicht lebenslänglich werden, das heißt, man kommt dann irgendwann wieder zurück. Ja. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Jedes Mal fragt sie das. Ja, mit dem Unterschied, dass diesmal wir dabei sind. So, Aloy, was wollen wir noch von dem wissen? Ja, verabscheuen tun wir uns noch nicht. Ich verabscheue mich gleich. So, hier, das da. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ich wüsste aber nicht was. So, Aloy, jetzt verabscheuen wir uns aber. Komm her, ja, komm. So. Ich glaube, das war dann wohl alles. Erstmal, okay. Ja. Viel Glück bei der Erprobung. Jo. Mutters Segen und all das. Ja, ja, es schwätzt nicht weiter so zum Zeich. So. Dann würde ich hier. Wir haben jetzt kein Lager auf. Was? Rufe das Waffenrad aus. Was haben wir hier? Schockdraht. Was macht ein Schockdraht eigentlich? Reden. So, ziel auf den Boden in der Nähe eines Gegners und feuere 2 Positionen in einem Schockdraht zu placken. Ach so. Okay, alles klar. So, das probieren wir jetzt aber nicht aus. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Wie? So. Und während sich Aloy hier an dem Schnee ergötzt, verabscheue ich mich jetzt, wir sind schon wieder 3 Minuten drüber hier, weil Aloy hier mit dem alten Mann da reden musste. Und wir machen Feierabend für heute. Dankeschön fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und Tschüssi.